Kultur im Einheitsgrau der Medien verbreiten. Das ist das Ziel, das die italienische Bischofskonferenz seit 40 Jahren mit der Zeitung Avvenire verfolgt. Zum Anlass des 40. Jubiläums der katholischen Tageszeitung, die unter Papst Paul VI. Gegründet wurde, gibt es eine Fotoausstellung, an deren Eröffnung der Vikar des Papstes für die Diözese Rom, Kardinal Agostino Vallini, der Bürgermeister von Rom und der Direktor von Avvenire, Dino Boffo, teilgenommen haben. Kardinal Vallini unterstrich die Wichtigkeit für die Kirche in Italien, Energien in die Kommunikation zu stecken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit der Kommunikation schenken müssen und anfangen sollten, den Glauben im weitesten Sinne des Wortes auf diesem Weg zu verbreiten, um der Welt in angemessener Weise das Evangelium zu verkünden und ihr die Wahrheit zu geben, die der reduktionistischen Weise, das Leben zu sehen, widerspricht, die leider viel zu viel in den Medien propagiert wird. Abbondantemente anche dai media. Der Direktor von Avvenire sprach dagegen über die Motivationen der Tageszeitung. Sapete che cosa seduce del lavoro in Avvenire? Wisst ihr, was mich am meisten zur Arbeit am Avvenire verführt? Der Beitrag zu einem neuen Katholizismus, der informiert und wiederbelebt ist und so in demütiger Weise in allen Winkeln des Landes verbreitet wird. So kann eine adäquate Antwort auf die heutige Zeit gegeben werden.